Hallöchen YouTube, willkommen zurück bei The Witcher. Wir befinden uns in der stinkenden Hecke und sind auf der Suche nach dem Bettlerkönig. Und dies werden wir. Das hält mindestens zwei Tage vor. Dies werden wir auch zugleich in Angriff nehmen. Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Höchstwahrscheinlich muss ich hier rein, oder? Sicher! Nein, nein. Geh hier rein. Mehr Leute suchen Hilfe in unserem geheimen Kliniken. Triss! Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Okay. Willst du was von mir? Wusstest du, dass ich dich suche? Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Ansichtssache. Macht die Tempelwache euch Ärger? Wie nennst du dann diesen Ort? Wie nennst du dann diesen Ort hier? Weiß nicht. Garten der Freiheit vielleicht? Für jemanden, der Bettlern und Dieben Tribut abknüpft, bist du überraschend romantisch. Du sagst Tribut, ich sage Steuern. Du sagst Dieb, ich sage hart arbeitender Außendienstler. Wie man's auslegt. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war's? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Okay. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Die blöden Zöpfe. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm, verschaff dir einen Eindruck von meinem Leben. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Lover. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein. Unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier.
Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Tja. Schweigsam. Aber die Yennefer ist da schon ein bisschen abgebrühter im Vergleich zu ihr. Sie wirkt noch da ein bisschen kindlicher, naiver. Warte. Aber jetzt, sie wartet auf mich, während ich klaue. Und überall Licht anmache. Hey, fass mich bloß nicht an! Und was, wenn doch? Dann kriegst du Herpes. Moment mal, ich hab dich in Wählen gesehen. Oh, man hat mich in Wählen gesehen. Ich bin berühmt. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Ins Wasser geworfen? Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Man muss Opfer bringen, herkomm. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört, dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt, aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Wenn wir dem Dieb gefolgt wären, wären wir vielleicht wirklich durch die Kanalisation reingekommen. Da geht's wahrscheinlich hin. Aber ich stecke mir natürlich erstmal alles ein, was der arme Mann sich hier so mühselig zusammengesucht hat. Ein Ei. Noch was? Aufnehmen. Nun? Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich muss den Typ noch um seinen Hab und Guts erleichtern. Da hinten ist doch noch was. So, und jetzt sieht auch keiner was. Wer legt das denn immer dahin? Da kommt man... Na gut, jetzt kam ich dran. Aber manchmal kommt man da nicht dran. Deswegen ist das ein bisschen nervig. Wir gehen aber auch nochmal hoch. Ich frage mich, was passiert, wenn er mir gesagt hätte, man muss Opfer bringen. Dann wäre ich wahrscheinlich voll zickig geworden oder so. Aber in dem Fall... Gentleman. Vielleicht lasse ich den Geralt auch mal ran. Wenn es denn dazu kommt. Weil irgendwie, ich kann es ja nicht beurteilen. Ich kenne ja jetzt Yennefer und Triss nicht wirklich. Ich kann nicht beurteilen, welche am besten für ihn ist. Aber ich glaube, irgendwie macht die Triss ja einen netteren Eindruck. Die Yennefer ist so kalt, so abgeklärt. Meine Güte, wo geht's denn hier überall hoch? Renn, Geralt, du alter Recke. Wir nehmen uns mal ein Schwert. Da sind zwar mehrere. Und Licht machen wir auch wieder aus. Das ist immer so, wenn ich im Klickwahn bin. Der arme Mann, der tut mir echt leid. Der Geralt rennt hier durch und sackt wieder alles ein. So, sonst noch etwas hier nicht. Nein, auch nicht. Gut.
Hier auch nichts übersehen. Nip. Alles gut. So, ich hab alles, Triss. Wir können gehen. Lass den Gerald mal ein bisschen paar lunchen. Ja, wir müssen hier raus. Hopp, und wir nehmen wieder keine Leiter. Kommst du mit, Triss, oder? Huch, wer... Ach, oh, guck mal. Hier wohnen welche. Konnte man ja nun wirklich nicht ahnen. Erstmal hier alles einstecken. Aber gut, wir sind mal nicht alleine. Das ist ja auch mal erfrischend. Ist ja ganz nett. Ich bin ja nicht immer gerne alleine. Gerade bei gruseligen Orten bin ich nicht gerne alleine. Obwohl ich immer so extrem mutig bin. Okay. Das Ziel. Hier muss ein Ausgang sein. Sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ja, ja. Aber ich glaube, ich mag ihre Synchronstimme nicht. Ist das nicht die, die auch bei den Simpsons irgendwie... Der Ralphie? Ist das nicht Ralph? Naja. Freie Stadt Nordigard. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmulen so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Sehr nett, Geralt. Und sie guckt vom Rand aus zu, oder was? Wir hatten aber noch irgendwas im Täschchen. Also wir haben noch was eingesteckt, aber... Ja, leider mal wieder nicht von Belang. Nein, absolut nicht. Wir sind auch schon wieder kurz davor, überladen zu sein. Ach ja, was machen wir denn da? Wieso kann ich nur so wenig Zeug tragen? Ich habe zu viele... Da gibt's eine Kiste. Ich muss mal echt irgendwie die Runensteine ablegen oder so. Ich habe zu viel Zeug. Oder tatsächlich auch mal einsetzen, die Klamotten. Oh, schwierig. 42, 41. Komm, das schmeißen wir jetzt eben weg. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Oh, das Wasser sieht so mega geil aus. Guckt euch das an. Da ist jemand gestorben. Ach so, oder ist das noch... Na da, schau an. Da ist doch was. Da hinten auch, aber wir gehen erst nochmal hier hin. Und wieder an Rüstung, wieder überladen. Juhu! Geralt drehen. Das finde ich immer ein bisschen tricky. Geralt, wo bist du? Sie ruft uns. Ich suche noch. Wir gucken uns auch direkt nochmal die Rüstung an. Ja, die Triss, die wird jetzt, wenn wir mit ihr weiterlaufen, wird sie jetzt erstmal warten müssen. Was ist denn da? Da ist doch was. Ist das hier unten? Da ist jemand abgekackt. Ein Schwert. So, erstmal... Ich drücke mal auf die Weltkarte, I'm sorry. Immer schlechter. Immer ist alles schlechter. Es nervt. Hey, Triss. Ich bin ein alter Mann, brauche ein bisschen länger. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Ah. Oh. So lovely. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze?
Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Oh. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Ich würde gerne noch mal zu einem Händler, wenn das okay ist. Du weißt, shopping-süchtig da hinten. Wie viel kostet der Kabeljau? Chris, du wartest ja, ne? Ach, der Puffer-Pum, den kennen wir doch auch. Ich hau dir aufs Maul. Beschäftigt weibliche Oger als Kurtisanen. Ih, weibliche Oger, die muss ich sehen. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Bitte mehr Geld. Der hat kein Geld mehr. Das muss ich rechnen. Boah, das ist ja überhaupt nichts wert. Wie krass. Oh, bitte. Ja, gut. Wenigstens nicht mehr überlastet. Man muss es positiv sehen. Bis dann. So, Triss wartet auf uns. Wir können wieder rennen. Ich hau dir aufs Maul. Ja, lass mal. Ach, hier haben wir schon geklaut. Triss, weiter. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon... Oh. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Triss, du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Oh. Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, ist das so? Du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Okay. Du als Kaufmann weißt, wie man Geschäfte macht. Natürlich. Ehrlicher Lohn für ehrliche Arbeit. Die Hälfte im Voraus, die Hälfte danach. Du verlangst recht viel. Ich bin ein Hexer. Ich habe genügend Leute getroffen, die vorher das eine und hinterher das andere behaupteten. Hm, also schön. Die erste Rate. Misstrauisch, der gute Geralt. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Hey, Hübscher. Hey, Hübscher, hör auf, um mich anzubaggern. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Hm. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Da. Rattenscheiße! Wie kann ich das einsetzen? Da. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Ein Meistermonster Schlechter in der größten Stadt der Welt und sucht nach Rattenscheiße. Gibt's noch was zu sagen? Ich möchte gerne eigentlich alles noch mitbekommen. Ich bin zu nah an der Scheiße, ich sehe sie nicht. Gut. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Hast du? Nun? Okay. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen.
Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Bist du das oder tust du nur so? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. No! Ich wollte nicht, dass sie traurig wird. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Oh. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Das war so klar. Hallo, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Ja. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutant. Halt dich da raus. Wir sind wegen der Hexe hier. Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Geralt! Wenn du meinst. Gut, wir haben's besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorg dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Na. Willst du was aufs Maul? Stirb, Potzenlecker! Was bitte? Au, au, au. Auf mich! Von beiden Seiten! Du bist tot und verloren. Es ist nur schade um das Geld. Wir hätten doch direkt alles verlangen sollen am Anfang. Der Kerl hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Ja, doof. Es ist nur so schade um das Geld. Findest du nicht auch, Triss? So eine Enttäuschung. Entschuldigung. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Na doch, wenigstens Kohle. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Kein Ding. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen.
Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens De Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Naja, war doch ganz nett. 200 Erfahrungspunkte. Neue Stufe? Nein. Aber eine Quest abgeschlossen. Und eine neue Quest bekommen. Boah, wie schön. Guck ich den Himmel an. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Auch wenn man hier nicht willkommen ist, finde ich es echt trotzdem schön hier. Und ich würde total gerne nochmal schauen. Wir haben noch einen Punkt zu vergeben. Und eigentlich würde ich, glaube ich, das gerne auf Quen packen. Wenn das noch irgendwie geht. Wo finde ich nochmal Quen? Das ist Igni. Igni könnte ich eigentlich auch nochmal höher machen, ne? Was ist denn nochmal Quen? Oder gibt... Hä? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Ach, ja, okay. Sorry. Ich war mal wieder falsch. Quen haben wir hier schon. Es wird ein aktiver Schildzeug, das in Aufrechterhaltung und das Blockieren von Angriffen kostet Ausdauer. Vom Schild absorbiert das Schaden, stellt die Vitalität des Spielers wieder her. Das hört sich eigentlich auch gut an. Ich glaube, das nehmen wir mal, oder? Oh, Fortschritt. Das heißt, dass ich aber... Was ist das? Das Axi-Zeichen. Das, wie gesagt, das nutzen wir ja eh nicht wirklich. Ich hoffe, es bringt trotzdem soweit was. Wo bin ich? Wo ist meine Maus? Ach, da. Gut, das haben wir jetzt mal verbessert. Jetzt könnt ihr dürft wieder nicht mit mir meckern. Ist das nicht schön? Es erfordert 8 Punkte. So viele habe ich ja gar nicht. Dann darf ich ja jetzt doch ein bisschen sparen, oder? Was haben wir da? Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 2%. Obwohl man es auch nicht unbedingt braucht, oder? Tatsächlich könnte ich eigentlich nochmal die Stufe erhöhen hierfür mit Feuer, weil irgendwie setze ich ja auch wirklich öfter ein. Komm. Wir machen Igni voll. So. Das sollte doch funktionieren alles. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wenn nicht, dürft ihr euch auch nicht beschweren. So. Und ich bin schon wieder überladen. Habe ich noch irgendwas im Inventar, was ich möglicherweise brauchen könnte? Nope. Nein. Okay, als nächstes müssen wir tatsächlich mal wieder einen Händler aufsuchen. Aber ich würde sagen, das machen wir auch im nächsten Part und kümmern uns dann um diese Frau, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, die was über Siri wissen könnte. Alles klar, ich bedanke mich an dieser Stelle wieder mal fürs Zusehen. Und ich bin gespannt, wie es im nächsten Mal weitergeht. Wir sehen uns in diesem. Bis dahin. Tschüss.